Wir leben nicht unbedingt in einer Zeit und in einer Gesellschaft, die Autoritäten bevorzugt, die Autoritäten stärkt, unterstützt, sondern im Gegenteil, diese Zeit, diese Gesellschaft, in der wir leben, unterstützt, stärkt die Hände der Gottlosen gegen Autoritäten. Und wenn es um die Autoritäten in deinem Leben geht allgemein, gilt folgendes Prinzip. Epheser Kapitel 6, Vers 1 sagt, ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Mit anderen Worten, warum? Darum. Warum soll ich meinen Eltern gehorchen? Warum soll ich mich unterordnen? Warum soll ich die Autoritäten in meinem Leben achten? Darum. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Das ist die Begründung. Das ist richtig. Tue es, weil Gott es will. Nun, natürlich gibt es auch ein Versprechen, das gerade damit verbunden ist, den Eltern zu gehorchen, beziehungsweise die Eltern zu ehren. Und zwar ist es dann im nächsten Vers, Epheser Kapitel 6, Vers 2 und 3. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Das ist das erste Gebot mit einer Verheißung, damit es dir gut geht und du lange lebst auf Erden. Also im Kontext, wie ehren wir unsere Eltern durch Gehorsam? Nun, natürlich gilt das nicht unbedingt für dich als erwachsener, verheirateter Mann beispielsweise. Okay, du hast deine Eltern verlassen und hängst deiner Frau an. Amen. Aber Kindern im Sinne von Kindern, die zu Hause leben, die nicht verheiratet sind, wenn das auf dich zutrifft, du hast deinen Eltern zu gehorchen und sie dadurch zu ehren. Und Gott gibt ein Versprechen, dass es dir gut gehen wird und du lange leben wirst auf Erden, wenn du deine Eltern ehrst, das heißt ihnen gehorchst. Aber weißt du was, letzten Endes gilt, warum soll ich das machen? Letzten Endes gilt ganz einfach, denn das ist recht. Ja, schön, dass Gott uns belohnt, dass Gott eine Verheißung gibt, dass es uns gut gehen wird. Aber auch wenn das nicht so wäre, was ist die Begründung, warum du verallgemeinert den Autoritäten in deinem Leben gehorchen solltest? Denn das ist recht. Das, was die Bibel tatsächlich lehrt, dass wir ganz einfach den Autoritäten in unserem Leben gehorchen, und zwar immer. Aber was mit der und der Ausnahme? Weißt du was? Wir sollten nicht die Ausnahmen betonen, sondern die Regel. Und darum geht es hier in dieser Folge, dass du deinen Autoritäten immer gehorchst, dass du sie nicht kritisierst, sondern dich ganz einfach unterordnest. Das heißt in Römer Kapitel 13, Vers 2 bis 3, wer sich also gegen die Obrigkeit auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes, die sich aber widersetzen, ziehen sich selbst die Verurteilung zu. Schau, Autoritäten, Obrigkeiten, Mächte, denen wir untertan sind, verallgemeinert, sind die Ordnung Gottes. Gott hat es so gemacht, dass wir Eltern über uns haben. Gott hat es so gemacht, dass wir einen Staat über uns haben. Gott hat es so gemacht, dass wir Autorität in unserem Leben haben. Das ist die Ordnung Gottes. Wenn du dich widersetzt, deine Autorität, widersetzt du dich Gott und du ziehst dir die Verurteilung zu. Gott wird dich verurteilen. Gott wird dich strafen. Widersetze dich nicht der Ordnung Gottes. Das heißt nicht, dass Autoritäten in deinem Leben immer alles richtig machen. Aber weißt du was? Das spielt in 99,9% aller Fälle überhaupt gar keine Rolle. Auch wenn Autoritäten nicht alles richtig machen, ordne dich trotzdem unter. Und dazu komme ich noch. Denn auch das ist biblisch. Ich will dir zeigen, was die Bibel zu diesem Thema sagt. Erstens, tu es, weil es richtig ist. Ordne dich unter, weil es richtig ist. Okay, was ist die erste Autorität, die ich dir vorstelle? Deine Eltern. Es heißt in Römer Kapitel 13, Vers 3, denn die Herrscher sind nicht wegen guter Werke zu fürchten, sondern wegen böser. Wenn du dich also vor der Obrigkeit nicht fürchten willst, so tue das Gute, dann wirst du Lob von ihr empfangen. Schau, du willst nicht bestraft werden, du willst nicht, dass deine Eltern andauernd hart zu dir sind, dass sie dich andauernd bestrafen. Okay, weißt du was? Es liegt an dir, dass du Gutes tust, dass du dich unterordnest. Wenn du dich also vor der Obrigkeit nicht fürchten willst, so tue das Gute, dann wirst du Lob von ihr empfangen. Also rate mal was, wenn du Vater und Mutter nicht ehrst, dann wirst du bestraft. Dann ziehst du dir Verurteilung zu. Sie ziehen sich selbst die Verurteilung zu, die sich der Ordnung Gottes widersetzen, wie wir das gelesen haben in Römer Kapitel 13, Vers 2. Weißt du, wenn du von deinen Eltern bestraft wirst oder wenn du zurückdenkst, wie du von deinen Eltern bestraft wurdest, kritisiere sie nicht. Okay, weißt du was, sie lagen richtig. Aber was ist, wenn sie nicht richtig lagen? Spielt keine Rolle. Du hast dich deiner Autorität in deinem Leben unterzuordnen. Und weißt du was? Ich habe als Kind Ohrfeigen bekommen. Einfach zack ins Gesicht, harte Ohrfeige, paar Mal von meinem Vater. Und weißt du was? Ich bin dankbar dafür. Ich habe diese Ohrfeigen tatsächlich verdient und ich werde meinen Vater nicht dafür kritisieren. Preis den Herrn dafür, dass meine Eltern tatsächlich interessiert daran waren, dass ich mich ordentlich verhalte. Weißt du was? Das ist gut. Und wir werden nicht darüber abstimmen, war das jetzt die beste Erziehungsmethode? Spielt keine Rolle. Und ich werde nicht auf YouTube gehen und ein Video machen über das Trauma, das ich erfahren habe. All diese lächerlichen Loser heutzutage da draußen, die Videos machen auf YouTube über das Trauma, das sie erfahren haben. Das ist kein Trauma, das du erfahren hast, wenn du bestraft wurdest von deinen Eltern. Weißt du was? Tue das Gute, dann wirst du Lob empfangen. So einfach ist das.
Oder meine Schwester, kann ich mich erinnern, ist einmal ausgerastet als kleines Kind und sie wollte sich nicht wieder einkriegen. Meine Mutter hat ganz einfach sie ausgezogen und zack unter eine eiskalte Dusche gestellt. Oh, ist so schlimm. Muss man ein Video drüber machen? Über das Trauma. Nein. Weißt du was? Es hat funktioniert. Das war richtig. Das war gut. Aber heutzutage ist alles ein Trauma. Und wenn Eltern von ihren Kindern, oder Verzeihung, wenn Eltern von ihren Kindern, nein, wenn Kinder von ihren Eltern gezüchtigt werden, aber hey, heutzutage ist sowieso alles verdreht, nicht wahr? Aber wenn Kinder von ihren Eltern gezüchtigt werden, körperlich gezüchtigt werden, dann ist das richtig. Du willst nicht bestraft werden von Autoritäten in deinem Leben? Okay, tue das Gute. Autoritäten haben wir nicht nur zu gehorchen, sondern wir haben sie auch nicht zu kritisieren. Das heißt in Hesekiel Kapitel 18, Vers 25, dennoch sagt ihr, der Weg des Herrn ist nicht richtig. So hört doch ihr vom Haus Israel, mein Weg sollte nicht richtig sein? Sind nicht vielmehr eure Wege unrichtig? Wenn du Autorität kritisierst, dann legst du falsch. Wenn du Autorität kritisierst, bist du in Sünde. Wenn du deine Eltern kritisierst, bist du in Sünde. Aber was ist, wenn meine Eltern das und das gemacht haben? Spielt keine Rolle. Ordne dich der Autorität unter. Ordne dich deinen Eltern unter. Warum? Denn das ist Recht. Gott will das. Es ist die Ordnung Gottes. Ordne dich unter. Tu das Gute, dann wirst du Lob empfangen. Tu das Gute, dann wirst du belohnt werden. Schau, letzten Endes werden wir von Gott belohnt, wenn wir uns unterordnen. Es gibt immer eine Belohnung für Unterordnung. Es gibt immer eine Belohnung dafür zu sagen, ich ordne mich der Ordnung Gottes unter, ich widersetze mich nicht. Gott wird letzten Endes dafür sorgen, dass du belohnt wirst. Leute lieben es, Ausreden zu finden, wenn es darum geht, Autoritäten zu gehorchen. Deswegen betont die Bibel Leiter, die Bibel betont Führer, die Bibel betont Autorität, die Bibel betont Unterordnung. Das, was die Bibel betont. Warum? Weil Leute gerne Ausreden finden. Schau, dadurch, dass wir Autorität betonen, dass wir unsere Unterordnung betonen, dass wir ganz einfach gehorchen sollen, Punkt, denn das ist Recht, weil Gott es so will, weil es Gottes Ordnung ist, dadurch haben wir auch die richtige Einstellung, wenn Autoritäten ihre Kompetenz tatsächlich vielleicht überschreiten. Was, glaube ich, sehr, sehr, sehr wenige Fälle sind. Aber es gibt Fälle, wo zum Beispiel die Apostel gesagt haben, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Natürlich kommt sowas vor. Nicht wahr? Daniel wollte sich nicht verunreinigen mit den Speisen des Königs. Und er hat auf eine höfliche Weise erbeten, dass er das nicht tun müsse. Nicht wahr? Es gibt solche Beispiele, natürlich. Aber dadurch, dass wir eben das betonen, was die Bibel betont, eben, dass wir uns unterordnen, dass wir gehorchen. Warum? Darum. Dadurch, dass wir diese Einstellung haben, werden wir eben keine Ausreden finden. Denn die Leute, lass mich dir das sagen, die Ausreden finden wollen, sie werden auch ganz tolle, heilig klingende Ausreden finden, warum sie sich Gott nicht unterordnen müssen. Denn wenn wir Autorität betonen, wenn wir Gehorsam betonen, dann tun wir das, weil wir Gott fürchten. Die Leute, die Ausreden finden wollen, die nicht Gehorsam betonen, die nicht Autoritäten stärken wollen, die Leute, die werden auch Ausreden finden, warum sie Gott nicht gehorchen müssen. Denn weißt du was? Autoritäten in deinem Leben sind die Ordnung Gottes. Ordne dich unter. Okay. Warum? Darum. Ordne dich unter. Die zweite Autorität in deinem Leben ist dein Arbeitgeber. Ja, ich habe dir Eltern vorgestellt. Ein weiteres Beispiel, ganz einfach, es gibt natürlich etliche Beispiele. Ein weiteres Beispiel ist dein Arbeitgeber, dein Chef. Und deinem Chef ist zu gehorchen. Du hast deinem Boss zu gehorchen, ihm zu dienen. Also wenn du auf Arbeit bist, denke einfach daran, versuche dich darauf zu fokussieren, dass du ganz einfach deinem Chef dienst. Dass du tust, was er sagt und dass du einfach gute Arbeit für das Unternehmen machst, bei dem du angestellt bist. Dass du der bestmögliche Arbeitnehmer bist, dass du der bestmögliche Diener bist, super Kundendienst machst, was auch immer, andere Leute zufriedenstellst. Ja, aber ich verdiene so wenig. Weißt du was? Gott wird dafür sorgen, dass du genug hast. Gott wird dafür sorgen. Wozu gehst du auf Arbeit? Nicht um deinen Chef zu kritisieren, sondern um deinem Chef zu gehorchen. Ihm zu dienen, gute Arbeit zu machen für das Unternehmen, bei dem du angestellt bist. Kolosser Kapitel 3, Vers 22 sagt, ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herren in allen Dingen. Das ist nicht schwer zu verstehen, das ist deutsche Sprache, du kannst das. In allen Dingen. Nicht mit Augendienerei, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens als solche, die Gott fürchten. Die Bibel betont ganz einfach, gehorsam, mach es einfach, in allen Dingen. Aber was ist mit dieser und jener Situation? Schau, es geht nicht um Ausnahmen, es geht hier um die Regel. Ordne dich unter. Denn nochmals, Leute, die Ausnahmen betonen wollen, die Ausreden finden wollen, sie werden auch Ausreden finden, warum sie Gott nicht gehorchen müssen. Denn Leute, die sich der Ordnung Gottes widersetzen, sie gehorchen Gott nicht.
Epheser Kapitel 6, Vers 5, da heißt es, ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herren mit Furcht und Zittern in Einfalt eures Herzens als im Christus. So vielen Arbeitnehmern heutzutage geht es einfach nur darum, wann bekomme ich die nächste Gehaltserhöhung. Am besten trete ich einer Gewerkschaft bei und wir streiken, dass wir eine Lohnerhöhung bekommen. Nein. Ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herren mit Furcht und Zittern. Auf wie viele Knechte, auf wie viele Arbeitnehmer, sprich, trifft das heutzutage noch zu? Dass sie mit Furcht und Zittern vor ihren Chef kommen und ihm dienen, gehorchen. Aber das ist die richtige Einstellung, die wir haben sollten. Und schau, wenn du einen Fehler gemacht hast auf Arbeit, dann versuch das nicht irgendwie schön zu reden, Ausreden zu finden, sondern sage ganz einfach mit Furcht und Zittern, ich habe diesen und jenen Fehler gemacht. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Und weißt du was, in den meisten Fällen, wenn du so ehrlich bist und Entschuldigung sagst, werden Leute gnädig mit dir sein. Aber habe die richtige Einstellung. 1. Petrus Kapitel 2, Vers 18 sagt, ihr Hausknechte, ordnet euch in aller Furcht euren Herren unter. Und jetzt kommt's, nicht nur den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Aber was ist, wenn die Autorität in meinem Leben das und das macht? Was ist, wenn die Autorität in meinem Leben einfach so gottlos ist, so verkehrt ist? Wie kann ich mich unterordnen einem Chef, der einfach sowas von verkehrt ist? Der so krumme Geschäfte macht? Aber was sagt die Bibel? Die Bibel sagt, ordnet euch in aller Furcht euren Herren unter. Nicht nur den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Auch Leuten, die dich schlecht behandeln. Wenn sie Autorität über dich haben, dann ordnest du dich trotzdem unter. Das, was die Bibel tatsächlich lehrt. Ich werde von meinem Arbeitgeber so schlecht behandelt. Meine Eltern behandeln mich so schlecht. Halt die Klappe und ordne dich unter. Warum? Denn das ist Recht. Auch wenn Autoritäten in deinem Leben verkehrt sind, wenn sie dich richtig schlecht behandeln, du ordnest dich unter. Und schau, das ist für die heutige Zeit, glaube ich, ein schwerer Brocken zu schlucken. Aber das ist die Wahrheit, mein Freund. Was ist mit verkehrt gemeint? Wir sollten uns auch den verkehrten Herren unterordnen. Nun beispielsweise, wenn dein Chef dir eine Gehaltserhöhung verspricht. Ja, du bekommst eine Gehaltserhöhung am so und so vielten 1. Dezember. Und dann machst du einen Fehler, einen kleinen Fehler und dann sagt dein Chef, einfach nur ein dummes Beispiel, das ich mir ausdenke, dann sagt dein Chef, du bekommst keine Gehaltserhöhung, weißt du was, ich bezahle dir weniger als vorher. Ich halbiere deinen Lohn. Du denkst dir, was zum Henker? Ich habe einen winzigen Fehler gemacht. Menschen machen Fehler. Ich habe Entschuldigung gesagt, ich habe mich untergeordnet. Jetzt bekomme ich sogar weniger Lohn als vorher? Das ist krank, das ist verkehrt. Oder was wäre noch ein verkehrter Chef? Zum Beispiel ein Chef, der es eindeutig auf dich abgesehen hat, der dich nicht leiden kann und dich absichtlich immer in eine Abteilung versetzt andauernd, wo du total scheiterst und der es einfach auf dich abgesehen hat. Aber weißt du was? Die Bibel sagt, sondern auch den Verkehrten. Nicht nur den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten sollen wir uns in aller Furcht unterordnen. Ja, wann bekommst du deine Gehaltserhöhung? Nun, Gott wird dafür sorgen. Die Bibel lehrt, dass Gott dafür sorgen wird, du wirst vom Herrn belohnt letzten Endes. Und wenn du dich unterordnest, auch wenn du einen richtig verkehrten Chef hast, du wirst belohnt. Gott wird dafür sorgen. Schau, auch den verkehrten Herren sollen wir uns unterordnen. Das heißt, wir treten nicht als Gegenreaktion einer Gewerkschaft bei und streiken. Denn Ungehorsam, sagt die Bibel, ist wie die Sünde der Wahrsagerei. Ungehorsam, dich nicht deinem Herrn einfach unterzuordnen, dich nicht deinem Chef einfach unterzuordnen und zu arbeiten, egal wie verkehrt er ist, sondern du trittst einer Gewerkschaft bei, ihr macht einen Streik, was heutzutage völlig normal ist, was aber nicht normal sein sollte, sondern es ist Sünde, es ist gottlos. Wenn du in einer Gewerkschaft bist, bist du gottlos, du bist ungehorsam und ungehorsam ist wie die Sünde der Wahrsagerei, sagt die Bibel. Jesaja 5, Vers 20 sagt, wehe denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, die Finsternis zu Licht und Licht zu Finsternis erklären, die Bittere süß und Süßes bitter nennen. Wir leben in einer Zeit und Gesellschaft, die die Hände der Gottlosen stärkt, die Böses gut nennt, die es gut findet, wenn Arbeitnehmer aufbegehren gegen ihre Herren, gegen ihre Chefs, wenn sie sich auflehnen, wenn sie sich nicht unterordnen. So etwas fördert die Gesellschaft, so etwas fördert sogar die Gesetzgebung. Warum gibt es Gesetzgebung für Streiks? Sollte Gesetzgebung gegen Streiks geben, gegen Betriebsräte, gegen Gewerkschaften. Die Bibel sagt in Prediger Kapitel 10, Vers 7, ich sah Knechte auf Pferden
und Fürsten gingen wie Knechte zu Fuß. Und so sollte es im Normalfall nicht sein. Die Bibel spricht davon, dass wir ganz einfach in dem Stand bleiben sollen, in dem wir sind. Und wir sollten nicht aufbegehren und trotzdem wir Knechte sind, auf einmal auf Pferden reiten. Das gehört sich nicht, das gebührt uns nicht. Sondern wir sollten uns vom Herrn erhöhen lassen, wenn der Herr es für richtig hält, dass er uns erhöht zu seiner Zeit. Und es ist eine Plage heutzutage, dass, bleiben wir bei dem Beispiel, Arbeitnehmer gegen ihre Chefs aufbegehren. Und Betriebsräte, ich glaube nicht, dass ich lüge, wenn ich das sage, werden als Druckmittel verwendet gegen Arbeitgeber, gegen Chefs. Und das ist gottlos. Wenn du mitmachst bei Betriebsrat und Gewerkschaft und so weiter, bist du gottlos. Okay, du ordnest dich deinem Chef ganz einfach unter, machst, was er sagt. Und wenn dir das Unternehmen nicht gefällt, weißt du was, du kannst dir mal einen anderen Job suchen. Aber was, wenn ich keinen anderen Job finde? Dann ordnest du dich unter. Und Gott wird dafür sorgen, dass du belohnt wirst für deine Unterordnung, auch wenn dein Chef vielleicht ein verkehrter Chef ist und dich nicht belohnt für deine Unterordnung. Und Betriebsräte in Deutschland sind einfach so eine gottlose, falsche Einrichtung. Ich meine, in gewissen Dingen muss dann sogar ein Chef mit dem Betriebsrat Entscheidungen abstimmen. Den Betriebsrat fragen so nach dem Motto, darf ich das entscheiden? Das ist eine kranke, gottlose Gesellschaft. Schau, es ist wie bei einem Pastor, der erstmal seine Diakone fragen muss, was denn jetzt die richtige Entscheidung ist. Der mit seinen Diakonen eine Entscheidung abstimmen muss. Und damit komme ich zu meinem letzten Beispiel. Pastor. Der Pastor deiner Gemeinde, in die du gehst, ist eine Autorität in deinem Leben. Ja, es gibt geistliche Autorität. Es gibt geistliche Autorität. Und Leute wollen das nicht wahrhaben heutzutage. Aber die Bibel sagt eindeutig in Hebräer Kapitel 13, Vers 17, gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden, damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Und siehst du das Muster, dass es nicht gut ist für dich, wenn du dich nicht unterordnest? Und nein, das ist nicht geistlicher Missbrauch, wenn es geistliche Autoritäten in deinem Leben gibt. Das ist nicht geistlicher Missbrauch. Und diese Begriffe, so Trauma und geistlicher Missbrauch, die werden heutzutage ganz einfach sowas von rumgeworfen. Und es gibt all diese YouTube-Videos über mein Trauma und geistlicher Missbrauch. Schau, es ist nicht geistlicher Missbrauch, wenn dein Pastor dich in Anführungszeichen anschreit bei einer Predigt und sagt, dass du ein Loser bist, wenn du Alkohol trinkst. Ein Pastor schreit natürlich nicht eine einzelne Person an, aber das, was manchmal Leute denken, nicht wahr? Leute denken das, oh, ich wurde angeschrien, weil sie wissen, dass sie schuldig sind, dass sie eine bestimmte Sünde begehen. Das ist nicht geistlicher Missbrauch. Die Bibel befiehlt Predigern, hart zu predigen, in die Hände zu klatschen, mit den Füßen zu stampfen, laut zu rufen. Rufe laut, schone nicht, erhebe deine Stimme wie eine Posaune und verkündige meinem Volk ihre Übertretungen und dem Haus Jakob ihre Sünden. Oh, geistlicher Missbrauch, der sagt mir, was ich tun und lassen soll. Nein, schau, dein Pastor im Normalfall greift nicht in dein privates Leben ein und regelt, was du alles tun und lassen sollst. Aber es gibt Sünden, nicht wahr? Darüber spricht die Bibel und die müssen beim Namen genannt werden. Dagegen muss gepredigt werden. Und wenn dich das angreift, anstatt dass du demütig bist, nun, das ist dein Problem, dir wird es schlecht gehen. Dir wird es schlecht gehen. In 1. Petrus 5, Vers 2 bis 3 heißt es, hütet die Herde Gottes bei euch, indem ihr nicht gezwungen, sondern freiwillig Aufsicht übt. Nicht nach schändlichem Gewinn strebend, sondern mit Hingabe. Nicht als solche, die über das ihnen Zugewiesene herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde seid. Also es richtet sich an Pastoren, sprich Aufseher, Älteste, das sind alles Synonyme. Dass sie nicht über das ihnen Zugewiesene herrschen, sondern indem sie Vorbilder der Herde sind. Also die Bibel betont, dass ein Pastor ein Vorbild sein sollte. Aber hier ist das Ding, dieser Vers negiert nicht den Vers, den ich dir vorher zitiert habe. Und das ist typisch bei Christen, die denken, sie seien heiliger als alle anderen und sie seien heiliger als die Bibel, dass sie Bibelverse gegeneinander ausspielen. Zum Beispiel, wenn man sagt, Frauen sollten nicht predigen, ja, aber die Bibel sagt, okay, das ist schon der Fehler. Dann kommen sie mit einem Vers wie zum Beispiel, dass in Christus weder Mann noch Frau ist. Okay, Amen. Aber wie kann man allen Ernstes einen Bibelvers mit einem anderen Bibelvers negieren? Die Bibel lehrt, dass Frauen nicht predigen dürfen. Das ist, was die Bibel sagt. Okay, also beides ist wahr. Frauen dürfen nicht predigen und in Christus gilt weder Mann noch Frau. Das ist beides wahr. Warum? Weil Männer und Frauen gleich wert sind vor Gott. Ja, sie haben ganz einfach andere Aufgaben aber. Nicht dieselben Pflichten, auch nicht dieselben Rechte dementsprechend. Aber sie sind natürlich genauso viel wert und besonders in Bezug auf Errettung in Christus zu sein,
Du spielst keine Rolle, ob du Mann oder Frau bist. Okay, das ist einfach nur ein Beispiel. Leute spielen gerne Bibelverse gegeneinander aus. Super gottlos, okay. Und wir sollten dir dann nicht irgendwie sagen, hier siehst du, die Bibel sagt, sie sollen nicht über das ihnen zugewiesene herrschen, die Pastoren, sondern sie sollen Vorbilder der Herde sein. Deswegen könnte dann jemand daherkommen und sagen, deswegen soll er niemanden rauswerfen aus der Gemeinde oder deswegen soll er nicht Sünden beim Namen nennen. Und das ist etwas, was Leute einfach typischerweise tun, Bibelverse gegeneinander ausspielen. Aber schau, trotzdem die Macht eines Pastors natürlich begrenzt ist, hat er immer noch Macht, Leute rauszuwerfen aus der Gemeinde für das, was die Bibel tatsächlich sagt. Okay, natürlich nicht willkürlich, denn ist die Macht eines Pastors begrenzt? Natürlich. Die Bibel gibt eindeutig vor, für welche Sünden jemand rausgeworfen wird aus der Gemeinde. Beispielsweise Ehebruch, Unzucht, Erpressung, Trunkenheit. Das sind konkrete Sünden, für die jemand laut der Bibel rausgeworfen werden soll aus der Gemeinde. Dann gibt es andere Sünden, die nicht offensichtlich sind oder die vielleicht offensichtlich sind, aber die nicht aufgezählt werden in dieser Liste, für die man nicht einfach so rausgeworfen wird. Also natürlich ist die Macht eines Pastors begrenzt in dieser Hinsicht, okay. Aber er hat immer noch Macht. Wir sollten nicht Bibelverse negieren und sagen, dass Hebräer 13, Vers 17 irgendwie nicht das wirklich bedeutet, was da steht. Wenn es heißt, gehorcht euren Führern und fügt euch ihnen. Denn sie wachen über eure Seelen als solche, die einmal Rechenschaft ablegen werden. Damit sie das mit Freuden tun, nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht gut für euch. Schau, Autorität hast du zu gehorchen. Der Autorität in deinem Leben hast du zu gehorchen. Du hast sie nicht zu kritisieren. Das heißt nicht, dass man nicht in Sachen der Bibelinterpretation ein höfliches, gegenseitig erbauliches Gespräch führen kann. Natürlich kannst du mit deinem Pastor ein höfliches, gegenseitig erbauliches Gespräch führen. Und du kannst Verse zeigen, schau, ich habe diesen Vers gefunden und Fragen stellen. Aber was du niemals machen solltest, ist zu sagen, hey, du liegst falsch. So, was zum Henker, wer bist du? Was du niemals machen solltest, ist, du liegst falsch, das hast du falsch gesagt in deiner Predigt. So, wow, was zum Henker. Natürlich kann man ein höfliches Gespräch führen. Denn hier ist das Ding, wir alle, egal ob das einfach der durchschnittliche Kirchengänger ist oder ob das ein Evangelist, Diakon oder Pastor ist, wir alle befinden uns letzten Endes auf einem Weg dazu, die Bibel mehr und mehr zu verstehen, nicht wahr? Aber warte mal was, ein Pastor ist schon viel weiter auf diesem Weg als du. Mit ziemlich großer Sicherheit. Und hier ist das Ding, er ist der Leiter der Gemeinde unter Jesus Christus. Deswegen muss er sich an die Regeln der Bibel halten natürlich und kann nicht willkürlich handeln. Ja, aber er hat immer noch Macht, auch wenn seine Macht begrenzt ist. Und du ordnest dich unter, er ist der Leiter der Gemeinde. Du sagst nicht, das ist falsch, was du gesagt hast. Wer bist du? Und schau, wenn du denkst, boah, das ist eindeutig falsch, was der Pastor gepredigt hat, lass mich dir ein Beispiel geben. Du gehst in eine unabhängige Baptistengemeinde in Deutschland, in denen typischerweise Dispensationalismus gelehrt wird und dass wir Juden segnen sollen, Israel segnen sollen und so weiter, dieses ganze Zeug. Und du denkst dir zu Recht, das ist eine falsche Lehre, das ist Quatsch. Weißt du was? Behalte es einfach für dich. Das meinte man dich. Behalte es ganz einfach für dich. Denn weißt du was? Dein Pastor, deiner Gemeinde, die du gehst, ist immer noch dein Pastor. Er ist eine Autorität in deinem Leben und du hast dich, Autoritäten unterzuordnen und sie nicht zu kritisieren. Und schau, hier ist das Ding, es gibt mehrere Gemeinden, Gott sei Dank. Das heißt, wenn diese Gemeinde wirklich so furchtbar ist, du kannst dort nicht hingehen, such dir eine andere Gemeinde. Aber was keine Option ist, dich aufzulehnen gegen die Autorität, zu sagen, du liegst falsch, die Autorität zu kritisieren. Wie gesagt, ich will damit nicht sagen, dass es irgendwie falsch sei, ein höfliches Gespräch zu führen, über die Bibel zu reden und offen damit zu sein, dass man etwas vielleicht hier ein bisschen anders sieht, weil, schau mal, ich habe diesen Bibelvers gefunden. Aber tu das mit einer demütigen Haltung und mit dem Ziel, dass du etwas lernst. Dein Ziel sollte niemals sein, irgendwie, ich werde jetzt meinem Pastor zeigen, was er alles falsch macht. Und schau, wie gesagt, wenn die Gemeinde so furchtbar ist, in die du gehst, dann such dir doch eine andere Gemeinde. Und wenn ich in einer Predigt eine Interpretation höre eines Verses, den ich vorher mal anders verstanden habe, und ich bin einfach nicht zu 100% überzeugt, ich denke mir, ist das wirklich so? Weißt du, mein zweiter Gedanke ist, ich liege wahrscheinlich ganz einfach falsch. Und ich überdenke das nochmal, bete vielleicht darüber. Ich denke mir, ich liege wahrscheinlich ganz einfach falsch. Denn weißt du was, mein Pastor weiß es besser, weil er mehr die Bibel gelesen hat. Es gibt einen Grund, warum ein Pastor ist, weil er Qualifikationen erfüllt. Es gibt einen Grund. Es gibt natürlich für Diakone und Pastoren eindeutige Qualifikationen.
wo man sehen kann, okay, er passt, 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 passt. Oh, aber er ist nicht Mann einer Frau, er ist nicht qualifiziert. Okay, ich werde in eine andere Gemeinde gehen. Nun, bei Arbeitgebern und Eltern ist das nicht einfach so, oder? Du kannst dir deine Eltern nicht aussuchen. Du kannst dir deinen Arbeitgeber aussuchen, aber schau, wir ordnen uns auch den verkehrten Arbeitgebern unter. Deine Eltern kannst du dir nicht aussuchen, aber was ist ihre Qualifikation? Was ist ihre Qualifikation? Schau, sowieso sollten wir gar nicht so denken, aber lass mich dir das sagen. Epheser Kapitel 6, Vers 1. Ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern und dem Herrn, denn das ist recht. Das ist ihre Qualifikation, weil Gott es will. Dass deine Eltern dir alles zu sagen haben, wenn du noch nicht verheiratet bist, zu Hause wohnst, dass sie dir alles zu sagen haben, das ist Gottes Wille, das ist Gottes Ordnung. Ordne dich den Autoritäten in deinem Leben unter und kritisiere sie nicht. Ich wünsche dir Gottes Segen. Ich hoffe, diese Folge hat dir geholfen. Bis zum nächsten Mal.